Ich bin der Volker Schacht von der Firma Asmus und Prabuki Ingenieure. Wir haben die Baumaßnahmen hier planend begleitet und zuvor auch eine Schadstoffuntersuchung durchgeführt. Die Schadstoffe wurden zunächst in den Bauabschnitten jeweils entfernt. Jetzt, nachdem die Schadstoffsanierung abgeschlossen ist, beginnt der maschinelle Abbruch im ersten Bauabschnitt. Im zweiten Bauabschnitt wird weiter die Schadstoffsanierung durchgeführt und erst nach Abschluss der Schadstoffsanierung wird auch da maschinell abgebrochen. Jetzt ist es Stand der Dinge, dass in den Bereichen des ersten Bauabschnitts alle Schadstoffe entfernt wurden und im zweiten Bauabschnitt gehen weiter die Schadstoffsanierungsarbeiten vonstatten. Und nun beginnen wir mit dem maschinellen Rückbau im hinteren Bereich. Das ist der erste Bauabschnitt. Später, wenn die Schadstoffsanierung im vorderen Bereich, also im zweiten Bauabschnitt, abgeschlossen sind, dann kann auch da der maschinelle Rückbau beginnen. Die Abschnitte sind getrennt, weil in Bereichen des Gebäudeskomplexes Hallen erhalten bleiben sollen. Und um diese Hallen nicht zu gefährden, wird der Rückbau von zwei Seiten durchgeführt. Es sind alte Gebäude und wir wollen natürlich alles, was erhalten bleiben soll, auch unbeschadet erhalten. Dementsprechend wurden vorher Trennschnitte schon durchgeführt, damit sich keine Schäden in den zu erhaltenen Gebäuden entstehen. Das dauert vermutlich bis einschließlich Januar und Februar. Hoffen wir zumindest.